So, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es hier um flüssig zocken mit Kabam. Es gibt einen Trick und hier wird alles perfekt erklärt, wie es funktioniert. Zuerst volle Akkuladung und nur zocken mit mindestens 100% bis 70%. Ich habe ein bisschen so programmiertechnisch mich mal umgehört, vieles getestet und so weiter. Zweitens, das ist also das allererste, dein Akku darf nicht unter 50% sein, sonst hast du verschissen. So, jetzt kommt zweitens, zweiter Punkt ist, bitte, ganz, ganz wichtig, auf deinem Handy schaust du nach, ob dein WLAN wirklich volle Balken hat und das muss wirklich A und O sein. Also ganz wichtig, nur mit WLAN zocken, es muss volle Balken haben und wenn du das hast, ich habe ein neues Mikrofon, deswegen muss ich schauen, okay, er sagt mir, ich rede zu laut, okay, wenn du das hast, dann schaust du bitte, dass du Akkusparer deaktiviert hast und ganz wichtig, dann schaust du bitte, dass du die Funktion nicht stören anhast. Das ist A und O. Okay? Ganz, ganz wichtig, weil im Hintergrund darf nichts laufen. Kabam hat selbst mir die Mail, die ich auf die geschrieben habe, mal beantwortet gehabt. Ist schon länger her. Ich habe die durch Zufall gefunden und ich habe jetzt noch eine neue geschrieben. Mal schauen, ob die das wieder bestätigen. Heute bestätigen, also im aktuellen Jahr 100, 2023. So, das ist A und O. Kein NFC an, kein Energiesparen, kein Nachtmodus und so weiter, sondern wirklich nur die wichtigsten Funktionen. Okay, so, let's go. Dann das andere ist, schau bitte, was für eine Glasfläche du hast, weil die Glasfläche ist entscheidend, denn wenn du ein HTC U11 hast, wie ich, oder ein Samsung S9 Plus, wie ich, das sind also meine alten Handys, also ich bin arm, aber ich habe Handys, ich sammle Handys, ne? Und wenn man Handy sammelt und man hat einen damals Vertrag mit ein nach jedem Jahr ein neues Handy erhalten, dann kann man halt ein neues Handy erhalten, so, deswegen haben sie so viele Handys. So, lange Rede, kurz Sinn, da schaust du bitte nach, dass das Touchscreen, dass das nicht zu gläsern wird, dass es sauber ist, ist A und O, ne? Super sauber und dass kein Sparmodus für das Display an ist, fürs Tippen, ganz, ganz wichtig. Dazu gehst du in den Einstellungen, je nachdem was für ein Smartphone hast, das jetzt kommt die dritte Sache, gehst auf Einstellungen und dann gehst du bitte auf, Anzeige und Fingerbewegungen, okay? Und dann ist dann ganz wichtig, dass du schaust, dass du den Handschuhmodus deaktiviert hast, dass du schaust, dass du Display automatisch schlecht drehen hast und dass du schaust, dass wirklich nach Display Timeout nach 10 Minuten an ist, also ganz wichtig, und dass du halt schaust, dass der Bildschirm schon deaktiviert ist und dass du ja nicht irgendwas eingestellt hast mit Bildschirm ab der Aktivität 30 Sekunden 60, das ist nicht gut. Okay, let's do it. Wir haben volle WLAN-Bulle, wie du sehen kannst. Ich habe das hier ein bisschen vergrößert, falls man das sehen kann. Ich muss mal nachschauen, ich habe so ein, bei mir so ein Aufnahmegerät, da wo ich das ein bisschen sehen kann. Ja, das werde ich, das passt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir starten das mal hier, ne? Damit du das siehst. Ich werde demnächst, also wenn du dich wunderst, was macht denn diese wunderschöne Zewa-Muster? Ich tue ab und zu mal kritzeln, wenn ich ein Video-Cutting mache. Und dann, du sehen kannst, hier ein bisschen kritze. Oder wenn ich Gespräche führe, blablabla. Und ich werde demnächst ein Greenscreen, also eine andere Unterlage ansetzen. Ja, weil ich esse immer gerne, wenn ich meine Videocuts mache, meine YouTube-Videos. Und deswegen, weil ich so wie ein Schweinchen dick ist, mache ich ab und zu mal dreckig und deswegen sind die Zewas hier. So. So. Das ist das eine. Jetzt kommt der vierte Schritt.
Bitte schaut das Video zu Ende an. Ganz, ich mag nicht, wenn die Leute sagen, ah, ist zu lang, ich muss jetzt mir ein Wunder holen, schnell an die, schnell, ich muss spritzen oder ich muss meine Freundin in den Arsch ficken, ich muss da hier denjenigen umbringen und so, weil ich so zippelig bin, dann, wenn du ADS hast oder Gaga ist, dann bitte hol dir, keine Ahnung, irgendein Beruhigungsmittel, weil ich merke immer wieder, dass die Leute einfach nicht ruhig hocken können. Und dabei bin ich derjenige, der damals hyperaktiv war vor Millionen von Jahren. Also pass auf, jetzt gehen wir auf Einstellungen. Und wichtig ist, dass du diese Einstellungen hast, die ich hier habe. Okay. Und damit ich sozusagen nicht stören kann beim Zocken, wäre es am besten sogar Vibration beim Kampfstart, dass du das sicherheitshalber deaktivierst, weil das ist auch ein bisschen verwirrend. Also diese Sachen müssen an sein. Ich habe rangezoomt, damit du sehen kannst. So, und das nächste ist, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Das also muss alles sein. Das allernächste ist, das allerwichtigste ist, hatte ich was vergessen, also auf Einstellungen und auf Sprachwahl zu klicken. Und du bestellst bitte das Spiel auf Englisch, weil aus irgendeinem Grund, den mir Kabam nicht beantworten wird, aber der direkte Partner mir das gesagt hat Kabam die Originalsprache so gemacht, dass da einfach die Bugs weniger sind, das ist wirklich, habe ich gemerkt, ich habe es getestet, weniger sind, weil da keine Translation stattfindet. Kannst du so vorstellen, dass jedes Mal, wenn irgendein Hit kommt oder irgendeine von Figur, die was sagen will, dass da eine Translation stattfindet und manche Sachen halt nicht so angezeigt werden. Es ist momentan ein Riesenproblem und man ist tatsächlich jetzt auch auf einem anderen Server, das ist auch ganz witzig, denn du stellst nicht nur die Sprache auf Englisch um, sondern eben global hast du Leute, die aus Amerika sind. Ja? Also das heißt, du hast komplett einen anderen Server. Das will mir bis heute Kabam nicht bestätigen. Das müssen die auch keine. Ich habe da jemanden das bestätigt. Das sind ganz andere Leute. Ja? So, weil wenn du jetzt da draufklickst zum Beispiel, ja, Reprofile, dann siehst du, es lädt viel schneller. No Ever War Run, Go Alliance, ne? Ist auch ein kleiner Bug noch. Machen wir nochmal hier. Reprofile. Go to Alliance. Ja, das ist ja noch ein kleiner Bug. Du musst es normal machen. Okay. es ist wirklich ein Bug. Kabam will das irgendwann in 1000 Jahren beheben. Aber jetzt hat es geklappt. So, und dann siehst du auch, das ist Englisch. Und wenn du dann wieder auf Deutsch umstellst und die Allianz suchst, und dann wirst du sie tatsächlich auch finden, dass es Amis sind. Okay? Ist blöd, ich weiß, ist blöd, aber das ist die einzige Lösung. So, jetzt schließen wir das Ganze mal. Wir haben den Weg 9, ich habe mir das gemerkt. Dann ist es wichtig, dass du die Mails liest. Ist ja auch ganz wichtig. Und die ganzen Belohnungen einsackst, denn die sorgen auch irgendwie für Störungen. Ich habe keine Ahnung, warum Kabam so viel Fehler im Deutschen hat. Oder im Allgemeinen, aber die sind halt da. So, das lösen wir. Jetzt gehen wir auf Fight. Siehst du, seht ihr viel schneller als sonst. Und jetzt gehen wir auf Continue. Und jetzt habe ich mal ein bisschen rangezoomt. Ich gehe nochmal zurück. Ich bin jetzt mal zurückgegangen, weil ich wollte dir was zeigen. Wollte ich allen im Endeffekt, die das Video anschauen. Du siehst jetzt Session 40. Und du sagst dir, Moment mal, aber es ist doch die Allianz Krieg Session 39. Das ist nicht richtig. Es ist die 40er. Bis heute hat mir Kabam nicht geantwortet, warum das so ist, warum das so falsch übersetzt wurde. Das werden die auch nicht, weil meine Quelle, der bei Kabam mal Trainee war, gesagt hat, wenn die das machen würden, dann ist dann du, Andi, bist der Einzige, der die Atombombe zündet. So, pium, 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 ne? Und dann der Verstand schaltet auf einmal, oh, das ist ja die ganze Zeit falsch gewesen. Krieg, weißt du, wenn die Leute merken, dass sie die ganze Zeit verarscht worden und die meisten Leute schon gehen auf die Straße und so, dann ist dann endlich eine Raffen. Und das könnte dann halt so passieren, und damit das halt nicht passiert, tut man halt so, dass man sagt, lieber keine Antwort geben, lieber nicht die Wahrheit rausposaunen. Ja. Gibt es auch nur psychologische Aspekte und das alles. Ich habe mal Psychologie gehabt, ich muss es wissen. So, egal, lange Rede, kurz Sinn. Jetzt kommen wir zu den Gegnern. Okay? Bevor ich anfange zu zocken, werde ich euch verraten hier, warum die Gegner so stark sind.
und wie das dann funktioniert. Der Bam wird das diffamieren. Ich hoffe es, dass sie es diffamieren, sondern dass sie das bestreiten. Weil wenn sie es bestreiten, wisst ihr, das ist die Hardcore-Wahrheit. Und wenn sie nichts dazu sagen, ist es auch die Hardcore-Wahrheit, dann werden sie gefickt. Weil das, was Kabam macht, ist eigentlich vom System her Betrug. Okay, und ich erkläre euch warum. Also, wir haben hier mehrere Aspekte in der Programmierung. Das ist die alte Engine und das ist noch das alte System. Ein Aspekt ist, das System funktioniert so. Wenn das System sieht, dass eine Kriegswertung da ist, dann rechnet es nach der Kriegswertung 1875. Und wenn wir eine Kriegswertung haben, 1868. Aber das ist allein nicht das, was eine Rolle spielt, sondern es ist ein was ganz wichtiger Aspekt. Deswegen haben mir große Spieler auch das verraten und mehr wollten sie dazu auch nicht sagen, sonst werden sie gefickt. Lieben es, Leute zu diffamieren. Wir wissen, was passiert bei Leuten, die andere Meinung waren. Gerade in der Corona-Zeit haben wir die Nachweise, was da alles passiert ist, wenn Leute gesagt haben, nein. Und wir haben auch jetzt die Bestätigung von Lauterbach, dass diese Vorhaben mit den Kindern, dass sie nicht zur Schule gehen müssten, hat er selbst gesagt, ein Fehler war. Aber ein Aufschrei war dennoch nicht groß. So, also jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, zu der Sache, wie das funktioniert. Das System sagt sich, wie ist die Kriegswertung und wie ist die Allianz Prestige, aber vor allem, wie ist die Durchschnittswertung. Aber wie rechnet das Spiel die Durchschnittswertung? Das ist ganz lustig und ganz einfach. Also, stell dir vor, das Spiel muss einen Gegner finden. Und das Spiel sagt sich, ne, dann nehmen wir uns ein bisschen Taschenrechner jetzt, um das ein bisschen nachvollziehen zu können, rechnen wir mal Taschenrechner. So, wir haben einen Taschenrechner und dann rechnen wir uns mal das aus. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ob das spiegelverkehrt ist. Ich muss mal kurz mein schauen. Ich kann immer schauen, ob das spiegelverkehrt ist. Ist das spiegelverkehrt? Ja. Kann sein, dass es spiegelverkehrt ist. Egal. Also, egal. Komm. Also, das Spiel sagt sich, also das System vom Spiel, das ist ein System, eine KI, das ist programmiert wurde, und das sagt sich, 42 Mille hat der Gegner und dann geteilt durch 30. Also haben wir einen Durchschnitt von 1,419 Mille pro Spieler. Wohlgemerkt. Gehen wir auf die Allianz von dieser, die wir bekämpfen, schauen wir uns mal die Members an. Aha, da ist 1,2, 1,5, 900, 800, 600, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 7, 1, 1, 7. Das Spiel rechnet aber nicht so einfach, wie man denkt, sondern das Spiel fragt man sich, also wie kommt das Spiel auf diese 1,4 Mille, wenn das nicht alle 1,4 Mille ist? Ganz einfach. Das Spiel sagt sich, errechne einen Durchschnittswert von 30. Und wenn ein Spieler das nicht hat, diese, weil der ist doch nicht 1,4 Mille, was macht das für das System? Dann tu dies zusammenziehen. Das heißt, das System macht es ziemlich einfach und sagt sich, ja okay, das können wir ja zusammenziehen, ne? Also 400 plus 500 und nochmal plus 500, so ein 1,4, passt. So, der Haken dabei ist, das ist ein Bug, das ist ein Fehler. KBM arbeitet daran, das zu beheben, das werden sie erst nächstes Jahr schaffen. Ich weiß es aus sicheren Quelle. So, und vielleicht schaffen sie es früher, aber ich glaube es eher weniger, weil es sehr komplex ist, weil die haben zu viel Fehler damals gemacht. Und dieses System sagt sich, okay, die drei ergeben 1,4 Mille, passt. Die zwei Spieler 707 ergeben 1,4 Mille, passt. Die zwei hier 1,4 und so weiter. Jetzt ist es aber so, die sind viel zu klein. Die sind gar nicht so stark und es sind zu viele. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleine. Der Grund, warum große Spieler jetzt zu euren Allianzen nicht gehen, wenn die merken, dass ihr 7 oder 4 oder 8 kleine Spieler habt, ist, weil die Recht haben. Wenn ein Spieler, der 2 Miller hat oder 3 oder 4 Miller hat, nicht zu kleinen Allianzen geht, obwohl ihr gar nicht so angeblich klein seid, liegt daran, dass ihr keinen ausgeglichenen Score habt. Der Score ist nicht ausgeglichen und das bedeutet, der Durchschnitt ist am Arsch, denn das System berechnet es halt eben anders. Und weil das System so rechnet, haben die anderen vielleicht kein Problem, die jetzt ab 1,4 anfangen, aber die anderen schon. Und das System stellt auch denen dementsprechend solche Gegner. Was heißt das jetzt? Na, ich mache das Video im Allgemeinen, nicht nur, dass es geht in alle Allianzen raus, auch an die, die das dementieren, wenn was ich hier sage. Ah, ich liebe es.
Oh, liebe Leute, die was dementieren. Ach, das ist Leidenschaft pur. So, was macht das System? Das System sagt sich, ja, okay, die haben ja so ungefähr eine Wertung. Was haben die jetzt für eine Wertung? Ah, die haben 34 Mille. Ah, die haben ja 1,145 im Durchschnitt. Haben wir ja gar nicht. Wir haben viel weniger, aber egal. Ah, die haben so viel 10.000 Prestige. Ah ja, richtig. Ja, genau, passt. Ja, wunderbar, sagt das System. Das. Und, aber das Wichtigste für das System ist halt eben, ist noch momentan so, die Kriegswertung. Und die sagt sich, das System sagt sich also das, wenn also das ist, ihr könnt vorstellen, eine Variable, if, Variable, wenn, Kriegswertung. Ne, so ungefähr wie bei C++ oder halt JavaScript und Java oder PHP. Und es gibt halt verschiedene, es gibt if, Klausel, Variable, dann else und so weiter, wenn das gegeben ist, dann macht dies und so weiter. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, weil nicht kann ich von jedem erwarten, der hat Programmiersprachen gelernt, so wie ich. So, jetzt pass auf, dann sagt sich das System, das Wichtigste für das System ist die Variable Kriegswertung, also War Rating im Endeffekt. Also if the user in the game has War Rating, 1868 Point, ungefähr so, dann das gibt das aus. Ne? Also das gibt aus. If has a variable and if the has other options, also das heißt, wenn andere Optionen noch in Erwägung gezogen werden, ungefähr, so übersetzt auf Deutsch, ne? Wenn noch andere Sachen möglich werden, dann beziehe mit ein die Alliance Prestige, die Alliance Rating und die Average Member Rating, also den Durchschnitt. So, was macht das System und sagt, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, jawohl, jawohl, jawohl. Komm, den Gegner kriegen die. Hellbrot, Section 39, Gold 2. Jetzt passt auf. Jetzt ist das Problem, das System ist ja nur eine Maschine. Das System kann nicht alles perfekt machen. Und wenn das System sagt 1875, ist der nächste Gegner, den die bekommen, weil die selber 1868 haben. Und in dem Ranking ist halt eben eine Gold-2-Allianz. Dann ist das halt so. Dann hat das System ja hier im Endeffekt, wenn es programmiert wurde, keine Fehler gemacht, würde man am Anfang sagen. Aber als Programmierer und Andy Wikiman und Super Edition kann ich sagen, doch, es ist fehlerhaft. Weil genau das ist das Problem. Wenn eine Allianz so gut ist und so hoch, in den meisten Fällen hat man keine Chance. Weil die Gegner einfach zu gut sind. Und die KI wird dann dementsprechend teilweise aus der Spielerfahrung der Spieler zusammengestellt und teilweise aus einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, es ist ein Mischmasch. Jetzt ist der Haken dabei, die sind zu gut. Und die kann man nicht so einfach besiegen. So, selbst wenn das Spiel bugfrei ist, okay, wenn es super bugfrei ist, werden wir trotzdem hier nicht nur wir, sondern ihr, die da draußen seid und die diese Thematik hier euch anschaut und diese Probleme haben, werdet trotzdem hier ihr schwer haben. Okay. Aber jetzt kommt der Trick, wie kann man gewinnen? Dennoch, wie kann man gewinnen ohne Treuepunkte? Wie kann man das schaffen ohne fucking Treuepunkte? Nun ja, das ist ziemlich einfach. Ihr müsst schauen, dass ihr Champions mitnehmt, die einfach so wie Dr. Doom sind. Dr. Doom, der ist auf Weg 9, macht kein Problem mit Schock. Natürlich ist Dr. Doom nicht immun gegen Blutrausch. Was machen wir denn da? Da müsste man halt eben einen mitnehmen, der Blutrausch immun ist. Und wenn wir den nicht haben, dann müsste man halt jemanden mitnehmen, der halt eben irgendeine Schockimmunität aufweist. Wenn wir den nicht haben, dann müsste man einen Spieler halt zuweisen, der das alles hat. Sonst haben wir verschissen. So einfach ist das. Und das sagt Herr Bam. Antworten mir darauf nicht so direkt, weil sie wissen, dann kommt wieder Atombombe und Krieg. Ja, weil wenn das Hirn auf einmal die Wahrheit erkennt, dann ungefähr ist Error System Error. Ungefähr so sind die meisten Menschen. Deswegen bringen sie sich sogar rum, wenn das System Error macht. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir jeden Weg 9. Wir haben hier den fucking Galan. Wir haben hier richtig gute Champions. Aber die sind nicht mal Duplikat. Was könnte man denn jetzt machen? Hulk, brauchen wir den? Nee, der ist ein unsterblicher Hulk, der nützt uns nichts. Den brauchen wir also nicht. So, was könnte man jetzt sonst mitnehmen, wenn wir Edit machen? Wenn wir Edit machen, können wir das Thema editieren und können sagen, ey, pass auf, ich kenne aber einen, der könnte immun sein.
Der könnte nämlich das abwerfen und könnte jetzt Agent Venom nehmen. Problem ist, Agent Venom braucht eine hohe Signatur. Wenn er die nicht hat, dann scheiß drauf, dann bringt er euch nichts. Scheiße, was können wir denn machen? Ah, da ist ein Silver Surfer, jawohl. Wir können den Silver Surfer zum Beispiel nehmen. Der wertet natürlich den auf. Und was ist der Silver Surfer? Was ist der? Jawohl, was ist der? Schau mal nach. Der Silver Surfer ist immun. Okay? Der Silver Surfer ist sozusagen immun gegen... Was weiß ich noch gegen immun? Naja, er ist gegen Kältefrost, gegen Einerschauung und gegen Schock-Debuffs. Aber er ist nicht immun gegen Blutrausch. Mist! Verdammt! Aber wer wäre da immun gegen beides? Gegen Schock und gegen... ja, und gegen halt Blutrausch. Na? Macht's Klick? Irgendwann wird's Klick machen. Wer wäre das? Wartet mal. Ja, ihr seid nah dran. Ja, fast. Kommt schon, Leute. Echt jetzt? Soll ich es euch verraten? Na gut, meinetwegen. Also, passt auf. Das Ding wäre das. Aber ich habe das Ding jetzt in der Verteidigung. Was machen wir denn da, Andi? Was machen wir denn da? Scheiße. Da gibt es einen Trick. Wenn ihr einen Champion zum Beispiel nicht habt, der das ist, dann könnt ihr was anderes machen. Ihr könnt sagen, okay, ich habe diesen Champion nicht, aber wie kriege ich diese fucking Immunität? Und da gibt es Trick 17. Wenn ihr den habt, könnt ihr einen Odin-Trick anwenden, mit Ultron zum Beispiel, oder mit einem Champion, der Blutrausch immun ist. Oder ihr könnt sagen, wenn ihr den Odin nicht habt und den nicht habt, dann wendet ihr einen, der die Fähigkeit hat, das abzuschütteln, wie Agent Venom zum Beispiel in dem Fall. Okay, dann könnt ihr den nehmen. Was ist, wenn wir das alles nicht haben? Naja, dann werdet ihr sowieso nicht weiterkommen, weil dann müsst ihr so oder so jemanden anders den Weg zugeteilt bekommen. Okay, das ist ja auch ganz klar. Irgendwo ist ja irgendwo die Grenze erreicht. Ne? Ich sag ja beim auch, hast du es nicht? Bist du nicht dafür geeignet, um diesen Weg zu gehen? Okay. Ich habe jetzt hier also Silver-Server. Ich weiß, okay, ich brauche einen, der schockimmun ist. Ich brauche einen, der Blutrausch-immun ist. Und da haben wir ein Problem. Jetzt könnte ich aber sagen, ich bräuchte auch einen Champion, der ein bisschen so entgegenwirken kann von Rüstungsbruch. Und Rüstungsbruch ist auch eine blöde Sache. Aber der dürfte auch nicht benachteiligt werden. Also ihr seht schon, jetzt könntet ihr theoretisch König Krug nehmen, wenn ihr King Krug habt, eine hohe Signatur, dann könnt ihr den auch nehmen, weil der werft die Sachen ab. Natürlich eine gewisse Zeit. Ne? So, wir haben jetzt soweit alles besprochen. Ich denke aber, das eine oder andere ist jetzt klar. Was nehmen wir jetzt hier? Ich sage euch, was ich nehme. Ich mache es ziemlich einfach. Ich nehme hier tatsächlich einen Champion, der sehr gut ist. Man kann es kaum glauben. Und das ist der hier, der Odin. Der Odin nämlich kann den Herkules ziemlich sehr stark immunisieren. Und dann ist auch der zu 80% immun. Beziehungsweise gegen Schock kann er ihn ziemlich stark, also halt Immunität machen. Also nur zu 80%, aber immerhin. Könnten theoretisch noch was machen. Wir könnten sagen, okay, ich nehme einen Champion, der immun ist wie Kolossus. Statt Herkules nehme ich also Kolossus. Und Kolossus ist nämlich immun gegen was? Der ist immun gegen jeden Scheiß fast. Also was hat er denn? Gegen Blutrausch, gegen Einerschwung, gegen Kältefrost, gegen Frostbeule. Und wenn er nicht einmal ein Effects and Energy, if he's not fighting on tech, also wenn er zusätzlich, wenn er keinen technischen Champion ankämpft, ist er auch immun gegen Rüstungsbruch. Und zerschattert die Boss. Ach fuck, das ist halt, ich glaube, das ist diese zerstörte irgendwas mit Rüstung. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So, nehme ich die hier. Also die 2. Kann also dementsprechend gewissens nehmen. Das ist also der Herkules. Soll ich den Herkules mitnehmen oder nicht? Nein, den nehme ich nicht mit, weil der ist nicht dafür geeignet für den Weg 9. Kann auch sein. So. Jetzt könnte ich also dementsprechend losstarten. Jetzt überlege ich gerade, vielleicht habe ich einen Denkfehler. Und ihr wisst schon, glaube ich, welchen Denkfehler ich habe. Und zwar, Agent Venom kann ja die Sachen abwerfen. Könnte auch der Agent Venom Immunität erlangen durch Odin? Ja. So, und ich habe bestimmt einen Denkfehler und deswegen habe ich was gemacht. Ich habe den Agent Venom reingenommen. Denn
theoretisch gesehen hier, kann Odin alles auf Champions übertragen, also all die Fähigkeiten, also all diese Buffs. Und mit dieser Übertragung hier kann ich sogar einen richtig fetten Champion bekommen. Ja? Dank Odin ist mein Champion richtig, richtig gut gerüstet. So, ich weiß jetzt mein Team, das nehme ich jetzt so mit. Und wir haben hier die Biogefahrweg. Das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir zusätzlich halt da hingehen. Weil unser Weg ist halt Weg 9. Und auch wenn Biogefahr ist, die Wahrscheinlichkeit, dass er das abwirft, ist ziemlich groß. Ihr dürft nicht vergessen, Agent Venom kann Dinge abwerfen. Also der hat diese Duplikate. Und ich gehe mal da drauf. So, gucken wir mal, dass man mich auch ein bisschen reden hört. So, ich mache zuerst die Fähigkeitübertragung. Ne? Das heißt einmal, dass da ein bisschen so Begabung buff ist, einmal, dass man so ein kleiner Filter ist, dass Damage nicht so stark sind und einmal halt zusätzlich Resistenz 80% Schock. Ne? So, jetzt haben wir hier einen Hitmonkey. Der Hitmonkey, da ist ein, tatsächlich immer noch ein kleiner Bug drin, aber den könnt ihr umgehen, und zwar ihr müsst aufpassen, dass ihr halt zweimal nach links klickt. Er kann auch die Steuerung deaktivieren. Das sagt er mir auch, der eine Typ. Das ist möglich, weil er hat ja passive Fähigkeiten, um die Steuerung, also ausweichen, wenn ihr nach hinten klickt. Manchmal geht das Ausweichen nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Und vergesst nicht, ich bin nur ein scheiß Durchschnittszocker. So. Okay. So, let's do it. Concentration. Oh mein Gott. Oh mein Gott! So, mir hier diese Blutrausch, ist nicht so schlimm. Sollte eigentlich abwerfen. Aber das macht er nicht. Aber ist nicht so schlimm. So, ihr seht auch, dass das Spiel etwas flüssiger funktioniert. Und zack. Das liegt einfach daran, außer hier ein Leck, aber ansonsten liegt das einfach daran, dass... Ja, das auf Englisch ist. Und auch das Ausweichen, die Steuerung hier ist flüssig. Okay, ist nicht so schlimm, dass ich jetzt ein bisschen das... Oh! 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 Ja, das kann auch manchmal vorkommen, obwohl wir die volle WLAN haben, cheatet Kabam. Warum macht Kabam das? Also es ist ein Cheat von Kabam, nicht von uns, weil wir haben ja vorhin ein Signal. Da habt ihr den Beweis. Kabam will das betrügen auf... Weil das macht die KI, und ich meine, die KI ist von Kabam programmiert, Kabam betrügt, weil Kabam das nicht gefällt, was ich gerade gemacht habe. Kabam gefällt es nicht, dass ich einfach so gespielt habe, dass ich wenig Schaden wie möglich erreicht habe. Das hat ihnen jetzt nicht gefallen. Was machen die? Die cheaten. Live sogar, also nicht so live, sondern sie cheaten halt in diesem Video. Also das ist ein aktueller AK, das ist eigentlich der 17.02. 1:30 Uhr, und die cheaten. Das heißt, die tun mit Absicht mein Leben wegnehmen. Und ihr seht ja, ich habe weggenommen, und die, das ist Betrug auf höchster Linie. Bitte sendet das Video auch alle an Kabam. Macht das wirklich, weil es sehr, sehr wichtig, weil Kabam sonst sagt, wir doch nicht, wir sind doch die Besten. Aber in Wirklichkeit, nein, Kabam betrügt. So, ich muss jetzt ein bisschen mich einkaufen, ich habe aber nicht viel Heilung. Aber muss ich das machen? Muss ich machen? Oder müssen wir nochmal reingehen? Also Kabam hat jetzt gerade gecheatet auf höchstem Niveau. Das ist Betrug. Und in anderen Ländern gibt es Kopfschuss dafür, aber in Amerika ist vieles erlaubt. So. Ja. Das ist halt eben Kabam. Das ist eine Betrügerfirma. Und die AGBs hat der Spieleranwalt auch gecheckt und gesagt, ja, auch die AGBs sind Betrug. So, machen wir jetzt mal 20% mal rein, einfach so Spaß. Und den Affen zu ärgern, das Äffchen, das gerade geschummelt hat und unsere Steuerung deaktiviert hat. Schaut immer, dass die Abilities auch an sind, wenigstens die an sind, und dann geht's los. Ja, ihr seht schon, ich habe Nachweise, was ich sage. So, schauen wir mal, wie die KI jetzt funktioniert, ob sie wieder cheatet. Ja, und das Cheaten, das ist gerne bei der KI. Und dann müssen wir halt schauen. Und geht bitte nicht nach vorne mit Sprint, weil das Äffchen kann eure Sprints abfangen. Und das kann es sehr, sehr wohl, auch wenn ihr
bei dem einen oder anderen das vielleicht nicht so seht oder habt. Passt auf, ihr müsst jetzt mal zurückgehen. Immer noch zurück. Und so. Ne? So. Ne? Trotz des Cheatens haben wir es geschafft. Aber jetzt kommt das. Falls sie es das geändert haben, kommt das, was ich euch zeigen wollte. Ja! Ihr seht es, ich zoome jetzt mal für euch rein. Ihr seht. Aber hey, du hast da keinen Kill gelassen. Nö, habe ich nicht. Aber das ist ein Betrug. Was ist das? Ist das ich so? Da kommt der Führer aus mir raus. Da. Moment, ich bring jemanden gleich mit. Der Zappalot, das gibt's doch gar nicht. Cheater, tötet sie alle. Jawohl, so eine Sauberei. Wie kann das sein, dass die Leute so blind sind und das nicht sehen, obwohl wir Beweise gebracht haben? Das ist Betrug! Ihr habt ihn gesehen! Er hat nicht verloren! Er hat keinen Kill gelassen! Kabam! If you hear me, I will kill you! Forever! Vielen Dank! Das sind meine Protagonisten. So, also. Bitte, ganz, ganz wichtig, dieses Video leitet es überall weiter, überall, damit der Nachweis auch weltweit bekannt wird, in eurer Community, auf Facebook, auf Twitter, bitte tut mir den Gefallen, denn nie, kein YouTuber außer ich weltweit kritisiert die Server. Und leitet es weiter in der Line-Community, überall zu euren Freunden, die das Spiel spielen und auch auf amerikanischen Seiten. So, los geht's, weiter geht's. So, jetzt gibt's die nächsten Gegner. Und der ist auch gefährlich. Auch hier wird wiederum Kabam cheaten. Ich denke mal, es ist auch sehr wichtig, dass man hier wieder heilen tut. Leider ist es so eine Sache, dass wir keine mehr Heilung haben oder zu wenig. Daher versuchen wir, einen Trick 17 anzuwenden. Und zwar der Trick 17 ist, hey, ich habe ja hier so ein bisschen die Heilung, die ein bisschen so ein paar Sekunden laufen tut. Die hilft doch auch ein bisschen. Und ja, bei Jabari Panda müsst ihr wirklich aufpassen. Die ist sehr, sehr, sehr kompliziert und sehr schwer. So, das allererste ist, bitte tut sie nicht parieren. Don't do it. Macht's einfach nicht. Seid ihn ganz normal. Schaut, dass ihr ganz normal seid. Ne? Zack. Und dann geht ihr zurück. Ne? Und dann geht ihr wieder. Ja, lasst sie ruhig rankommen und dann zack. Jetzt fragen sich viele, ja Moment mal, warum ist die unsterblich? Ja, das darf die. Das ist vom Spiel so gewollt. Die hat diese Fähigkeit, okay? Dort habe ich mich treffen lassen, aber dann natürlich nicht mit Absicht, denn ich will die ja mit einer SK3 abschließen. Ich wäre nicht bescheuert. Ich weiß ja ganz genau, dass eine SK3 mit 20% Damage ziemlich böse aussieht für die. Und das kann sie nicht einfach... Ja, ihr seht schon, das kann sie nicht einfach überwinden. Ne? Also, im SK3 seid ihr auf der sicheren Seite. Kann der Gegner auch nicht ausweichen. Von daher ist es sehr wichtig, dass ihr versucht, bei so kleinen Gegnern, aber auch bei großen Gegnern SK3 anzuwenden. Ich weiß von meinem Mentor, der Meisterzocker ist, er sagt immer, dein größter Fehler ist, deine SK1, SK2. Mach immer eine SK3. So meinst die Profis, dann ist es safe. Und das kann Kabam nicht schummeln. Obwohl, können sie, indem sie WLAN-Verbindung deaktivieren. Ich liebe Kabam. Das sind die größten was? Der größte Arschlöcher der Welt! Ich muss sie alle vernichten! Kabam, if you hear me, I kill you! So. Dann haben wir hier diesen einen Hazard Surf Shockbleed. Und das ist das Problem, dass es hier sehr schwierig ist. Da nehmen wir einfach Dr. Doom. Dr. Doom hat halt eben so einen Vorteil. Also ich spiele den Vorteil aus. Aber ich zeige euch, wie dieser Knotenpunkt gemacht werden kann oder ja, am besten kann. Wir müssen erstmal aufpassen hier, weil er hat ja hier dieses Vorteil, dass er halt auch später ein bisschen immun ist gegen diese Schock. Und Bleed ist immer so eine Sache. Ihr müsst da schauen auch, dass diese... Sobald diese Bleed an ist, dass ihr auch hier jetzt nicht weiter kämpfen werdet. Der Vorteil ist hier, dass ihr ein bisschen so hier noch so ein bisschen so noch zurückgehen könnt und wieder nochmal nach vorne. Ihr seht schon, das ist ein kleiner Bug, dass man nicht sofort Bleed hat.
Und jetzt gehen wir wieder weiter auf die wunderbaren Colossals drauf. Und wir müssen aufpassen, sehr, sehr vorsichtig sein, da Colossal sehr fies sein kann. Mit seiner SK2 ist er unser Werber. Dann könnt ihr ein bisschen Bleed machen. Wir haben hier diesen Ausgleich, wenn wir nur ein bisschen haben. Und dann warten wir wieder ab. Dann gehen wir wieder nach vorne. Und dann gehen wir wieder nach vorne. Jetzt sind wir wieder im Schockmodus, machen eine SK3. Machen 20% Damage. Wenn es nicht funktioniert, ist es nicht so schlimm. Ihr müsst nicht so viel Effektes schaffen. Ihr könnt auch 13% schaffen. Besser wäre es natürlich, die grüne 20% so rechnen. Die gibt euch sehr viel ab. Dann hauen wir auf ihn drauf. Gehen sogar in diesen Modus, wo er uns eigentlich lenken will. Also in dem gefährlichen Modus, wo er seine SK2 zünden hätte können und uns dadurch erledigen könnte, weil dann hätten wir keine Chance. Aber die KI ist einfach dumm manchmal. Und das sorgt für uns einen großen Vorteil. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass der nächste Gegner gar nicht so dumm ist, denn wir haben den nächsten Gegner und das ist natürlich ein sehr schwieriger Gegner. Das ist sage und schreibe, wie man es auch drehen kann, der Terrax. Und Terrax ist ein sehr gemeiner Gegner, weil er einfach sehr, sehr kraftzufuhrlastig ist. Also er liebt die Kraftzufuhr und das heißt, er wird versuchen, Kraftzufuhrangriffe zu starten. Wir machen jetzt also sogar eine Unverwundbarkeit an. Sicher, sicher, wir können das nicht ausschließen, dass er hier in SK3 startet und dass die nicht herausgelockt wird. Also rauslocken bin ich sowieso viel zu schlecht. Und bei den Bugs und Decks und Badadar und Cheats von Gebärden ist es sowieso ein Wunder, wenn wir das überhaupt hier überstehen. Okay, das allererste ist zu schauen, ist der jetzt im Kraftzufuhrmodus? Nein, ist er nicht. Warum ist er das nicht? Weil derjenige, der ihn hier gesetzt hat, einen Fehler gemacht hat. Er hat einen gesetzt, der eben kein Duplikat hat. So, jetzt ist es wichtig, ihr müsst schauen, er ist jetzt in diesem Modus. Da versucht er eine schwere Attacke zu machen. Ihr müsst einfach nach hinten gehen und aufpassen, ne, dass er wieder im Schockmodus ist. Und dann geht es wieder weiter los draufhauen. Und jetzt ist wichtig, ihr geht nach vorne, ganz nach vorne und versucht ganz nach hinten auszulocken. Was jetzt ein bisschen nicht funktioniert hat, aber das war jetzt nicht so das Schlimme dran. So. Jetzt ist es wichtig, wir müssen wieder nach vorne gehen, wir machen ein bisschen, dass wir Blutrausch bekommen, sicher, sicher, denn jetzt ist der ganz schwierig und dann gehen wir mit einer SK3 gleich rein. Ja, ein kleiner Fehler, es wurde gemacht, auch ein bisschen zu früh, ein bisschen auch ist das so eine Millisekunden, Nanosekunden Sache, manchmal klappt es nicht. Aber das Wichtigste ist, wir haben ihn jetzt auf eine SK3 gelegt und ein Schlag und er ist weg. Es klappt nicht immer, wie gesagt, wir haben es hier ziemlich einfach, weil wir haben hier einen schwachen Terrax. Wäre der Terrax mit Duplikat, wäre er viel gefährlicher. Hätte er vor allem eine so hohe Signatur, wären wir nicht so leicht davon gekommen. Okay, let's go. Lass uns mal weitermachen und zwar lasst uns mal extra, dafür habe ich natürlich extra Units gesammelt für dieses Video. Lass uns mal, haben wir noch genug Zeit, müssen wir mal ganz kurz in der Regie schauen. Die Regie zeigt mir immer an, was ich aufnehmen darf und... Die Regie sagt, ich habe nicht mehr viel Zeit, vielleicht höchstens 10 Minuten. So, egal. Schauen wir mal. Also, jetzt haben wir nochmal die Unverwundbarkeit. Die verwenden wir noch einmal für Nimrod. Ganz wichtig, Nimrod ist sehr, sehr mächtig. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Nimrod ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen muss man da schauen, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. So, ganz wichtig. Ihr müsst den Torkeln. Bitte tut mir einen Gefallen, kämpft mit keinem anderen wie Dr. Doom. Dr. Doom ist am einfachsten. Ihr könnt auch natürlich einen anderen Champion nehmen, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Warum? Denn Torkeln ist sehr wichtig. Dann geht ihr bitte nach vorne hier. Dann schaut ihr hier, dass er immer im Torkel-Modus ist. Selbst wenn ihr einmal mal das so anwenden müsst. Warum ist Torkel so wichtig? Weil nur im Torkel-Modus kann er seine gewisse Fähigkeiten, wie zum Beispiel Unabwehrbarkeit, schlecht starten. So, jetzt haben wir hier natürlich diesen... Kann man dem ausweichen? Ja, man kann dem ausweichen, aber das ist ein bisschen schwierig. Jetzt bitte tut mir einen Gefallen, geht nach hinten, schaut, dass das Blutrausch vorbei ist, geht nach vorne wiederum, geht wieder nach hinten, wieder nach hinten, wieder nach hinten und da haben wir unsere Unverwundbarkeit und das war perfekt, denn das war ein Fehler von mir und nicht von Bam, denn tatsächlich, er hat die Gabe, euch mit
Spreuschaden zu erwischen. Das ist jetzt eine neue Funktion, die gibt schon seit einiger Zeit. Und das heißt, selbst wenn ich etwas weiter entfernt bin, kann er mich dennoch erwischen. Das ist also das sehr, sehr, sehr Gefährliche an Nimrod. Und ja. Warum sollt ihr nicht immer so im Blockmodus sein? Ihr könnt im Blockmodus sein, aber glaubt mir, es ist... Na, ich mache jetzt mal nach vorne ein bisschen. Es ist jetzt nicht positiv, wenn ihr da im... nicht im Block, also wenn ihr nicht ausweichen tut. Ne? Also ausweichen ist immer die bessere Methode. Und jetzt dann noch ein bisschen zack und weg ist er. War jetzt ein bisschen nicht perfekt, ne? War jetzt mit vielen Fehlern, aber das ist egal, wir haben es ja geschafft. Wichtig ist, dass ihr schafft mit 0 Kill, also kein Kill. Ist nicht immer machbar, wenn ihr mal einen Kill habt, also bei Nimrod, dann ist es auch okay. Keiner wird euch dafür umbringen, ich zumindest nicht. Aber ich bin ja auch nicht euer Allianzkriegschef. Ich habe meine Rechte alle Bernie abgegeben und ich bin froh darüber. Ja, es hat Millionen von Jahren gedauert, um zu begreifen, es ist besser, wenn du wenig Rechte wie möglich hast. Macht korrupiert, vergiss das nie. Und ich kann davon Liedchen singen, weil ich früher ganz böse war. Ja, ich kann das bezeugen, genau. Hey, cool, dass ich hier auftreten darf. Hey, Kinder, ist auch für euch. Juhu. Ja. Hey, was wollte ich noch loswerden? Was sind das für Drogen, die du nimmst, du Arschloch? Du Spunkgesicht, du verdammter Spaß, du Wichser! Pinguin, ich bin so geboren. Oh mein Gott! ja. Also für alle Hater gibt es immer auch was Lustiges mit dabei. Okay, jetzt haben wir hier natürlich Galan. Galan ist sehr, sehr schwer. Ich werde das nicht ohne einfach so weiteres schaffen. Ich werde einen Kill lassen, das sage ich schon mal voraus, vielleicht sogar zwei, weil Galan schaffe ich nie. Galan ist mir einfach zu schwer. Aber Sylias ist ja der Chef des Allianzkriegs und Sylias ist voll cool, er sagt, du schaffst das schon, ich wünsche dir viel Glück beim Sterben. Ja. So, was ist das? Was ist das? Es ist sehr schwer. Was war das gerade? Wieso ist er jetzt hier nicht unaufhaltsam geworden? Das liegt einfach daran an das Torkeln. Galan mag es nicht, wenn man ihn torkelt. Und dann kann er halt eben nicht seine wahre Macht rauslassen. Das bedeutet im Klartext, Galan ist gegen Dr. Doom, wenn man es richtig macht, hilflos. Vor allem, wenn er so klein ist und er sowieso keine Chance. Und kann dann einfach besiegt werden. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man das akkurat macht. Und wenn man auch keine Lags und Bugs und Cracks und Macs und keine WLAN, wohlgemerkt keine WLAN, Unterbrechung von Kebam hat. Oh ja, Kebam. Ich habe euch im Visier. So, ja, bis dahin darf ich kämpfen, mehr darf ich nicht machen. Wir haben nämlich eine Allianzregel bei uns, falls ihr irgendwann zu uns kommen würdet. Seid ihr eingeladen, wir sind zwar 30 Spieler, aber wir suchen immer wieder neue Spieler. Vor allem, wenn wir jetzt nämlich Gold 3 schaffen, dann... unseren neuen Spielern. Danke an alle, die uns jetzt unterstützen, vor allem hier im Allianzkrieg. Ich werde eine Dankeaussagung mal im nächsten Video machen an alle Mitglieder. Sonst sprengt ich wieder das Video. Mein Regie sagt schon, hier du Arschloch, mach schneller. Du laberst zu viel, du Wichser. Oh Gott, Regie ist so gemein. No. Also passt auf. Also bei uns gibt es noch Abschluss, wir sind ja fertig. In der Regel, nicht einmal ich darf diese Regel umgehen. Und zwar, wenn jeder seine Wege geschafft hat, und sein Weg gelaufen ist, dann trifft man sich hier an diesem Punkt, der jetzt angekreist ist, und das ist unser Treffpunkt. Alle treffen sich da, sagt unser Allianzkriegschef Bernie, und dann wird besprochen, ganz genau, wer macht den, wer traut sich dem Boss, wer könnte den One-Shot schaffen und so weiter. Dann wird natürlich geschaut, wie viel Leben hast du noch Treuepunkte, das ist bei uns also... Da sind unsere Chefs Silas und Bernie, die schauen dann nach, fragen, ey, wie sieht's aus, könntest du es, und so sollte man das auch machen. Gute Allianz machen so etwas, weil wenn ich jetzt nach vorne laufen würde, angenommen, ja, selbst wenn ich jetzt mir Units besorgen würde, kaufen würde, und ich würde jetzt nach vorne laufen, die Kämpfe tun schon einen ein bisschen schon müde machen, okay, und wir haben ja sowieso jetzt 1:51. Ich bin zwar noch ein bisschen fit extra für euch, aber trotzdem, aber glaubt mir, ich kann den Gorg überhaupt nicht leiden, den kann ich nicht. Und ich habe auch nicht die perfekten Champions dafür. Denn den Gorg zu machen, da muss man andere Champions haben, gerade bei so einem Recovery und 1% Plattform, also Knotenpunkt.
den Gift-Champion zu machen, dann hier auf den Gift-Champion, den man hier sehr gut sehen kann, den Tod, der wäre mir viel zu blöd. Ich habe keine Champions. Ein Dr. Doom wird vergiftet und ist erledigt oder gelähmt. Ein Odin hat keine Chance. Wenn vielleicht ein Zocker sehr gut wäre, aber es ist unvernünftig. Hier geht es nicht um gut, hier geht es nur ums Prinzip. Und Agent Venom ist nicht verlassbar, seine bei niedrigen Signatur wirft er nicht so schnell ab. Und da oben will ich zu zweifeln, dass ich dann gegen eine so Cersei überhaupt mit 34k eine Chance habe. Auf der anderen Seite könnte ich hier vielleicht da links gehen und dann könnte ich natürlich Kingpin machen, aber Kingpin mit Dr. Doom, Debuff, er profitiert nur von Debuffs. Und auch Agent Venom ist da nicht so gut. Odin vielleicht, Odin wäre was, wenn er sein 6-Sterne-Odin wird, in dieser Kingpin ist sehr stark, ist ein Duplikat, hohe Signatur, ist es nicht wert. Ne, ihr könnt ja immer Defender euch anschauen, okay, das ist sogar niedrige Signatur, aber dennoch ist es zu gefährlich. Kann gut laufen, kann schlecht laufen. Mir ist dieser Knotenpunkt zuwider. Ich weiß ganz genau, wo meine Stärken und meine Schwächen sind und ich werde darauf auf diesem Ding draufgehen, auf diesen Knotenpunkt. Ja, da sollen Leute das machen. Da haben wir Spezialisten, die diesen Knotenpunkt beherrschen. Wie sieht es eigentlich aus mit Groot? Also, nicht Groot, sondern Korg. Korg kann ich zwar machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich den mit One-Shot macht, ist null. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Aber vielleicht schaffe ich es ja, vielleicht probiere ich das mal, ja, wenn es nicht anders geht. Und oben? Skorpion, keine Chance. Agent Venom vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ihr seht schon, hat schon seinen Grund, warum die Allianz-Kriegschefs das alles planen. Also im Endeffekt, wir haben drei Leute, sorry, habe ich jetzt was vergessen, abschließend noch drei Leute. Wir haben einmal Silas, wir haben einmal Bernie, ganz klar, Bernie ist der Chef von dem Ganzen, dann haben wir Silas und dann haben wir Paavo, der noch dazugekommen ist. Also ihr seht schon, ich habe damit nichts am Hut. Frag mich auch bitte nichts. So, dann verabschiede ich mich von euch, unsere Protagonisten, wenn sie heute das Wort aussprechen auch. Ja, tschüss! Hey, kabam, you assholes! Ja. Hey! Servus! Und ja, so könnt ihr mit wenig wie möglich Kills zocken. Falls ich blind war und tatsächlich Kill gemacht habe, sorry. Kann sein, dass ich blind war, falls ihr merkt, ey, hier Beweis, in Farbe sogar. Dann wisst ihr, was ihr tun müsst, damit sich das ändert. Send it to Kebab. So, a little bit in English. Yeah! Send it, please, the video to Kebab. Subscribe my channel, please. I'm only that criticize Kabam, and I will be the only man in the world that will criticize, because nobody will criticize or people they hate you for the truth. Well, I love my haters and I love the truth. It's the Torah for me, and for a Jew it's important, very important too, for me as a Jew. For me, only for me, I can only speak for me as a Jew. It's important to say and show you the truth. Show you evidence, not only talk, blah, 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 blah. So I show the evidence and in color. So that was from me. I hope you enjoyed the video. I hope you like the video. I hope you subscribe my channel, and I hope you send this and share this video on all the world. That maybe you share Kabam 2 with a super ticket or in forum, and it will be very, I will really be happy to hey Kabam, to have with you a talk, like in the movies that people say if they have issues, then we must talk. Oh, what was the last movie, Penguin? It was Superman! No way! It was Black Adam! And the ants scene, they Black Adam say, nobody can hold me, bring him down! And then for a little seconds, Superman came, and he says, Black Adam, we must talk! Like you, yeah!
Yeah. Kabam. So, this is a message for you. Kabam. We must talk. Bring it on, guys and girls. Okay. That's it. Bye-bye.